Einen schönen guten Tag. Heute ist der 24. Januar 2024. Willkommen bei den DAFWERKOM 24. Nach der Präsentation von Deutschfuchs springen wir nach Österreich und da kommt ein interessantes Thema, präsentiert von Florian Nimrichter. ÖSD, also ÖSD Papier, ÖSD Digital, da werden wir das erfahren. Zu der Person ganz kurz, er beschäftigt sich seit 10 Jahren mit ÖSD und ist Mitarbeiter und ist zuständig für die Digitalisierung und die Umsetzung für die Digitalisierung. Also das ist jetzt ein aktuelles Thema. Ich übergebe das Wort und wünsche viel Glück. Vielen Dank. Mal meine Präsentation freigeben. Ja, herzlich willkommen zur Präsentation vom ÖSD. Es ist Sprachdiplom Deutsch. Mein Vortrag bei dieser DAFWERK Com heißt ÖSD Goes Digital. Zunächst möchte ich einen kurzen Überblick über meine Präsentation geben. Ich werde zuerst ein bisschen was über das ÖSD selbst erzählen, über unser Prüfungssystem und über unser Alleinstellungsmerkmal als deutscher Sprachtestanbieter, die Plurizentrik. Dann gehe ich auf Möglichkeiten zur optimalen Prüfungsvorbereitung ein, zeige hier die Möglichkeiten, die wir bieten auf unseren verschiedenen Kanälen und Plattformen. Und ich schließe das Ganze dann ab mit einem digitalen Ausblick, so wie der Titel auch sagt, ÖSD Goes Digital. Da geht es dann um den digitalen Einstufungstest, unsere digitalen ÖSD-Prüfungen und generell auch neue Prüfungen, die wir in diesem Jahr anbieten. Was ist also das ÖSD? Das österreichische Sprachdiplom Deutsch ist ein gemeinnütziger Verein, unabhängig. Gänzlich unabhängig seit 2009. Es gibt uns schon seit 1992. Wir bieten ein international anerkanntes Prüfungssystem für deutsches Fremd- und Zweitsprache. Das sind standardisierte Feststellungsprüfungen, die sich natürlich am gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen und an Profile Deutsch orientieren. Jährlich legen über 100.000 Teilnehmende Prüfungen ab an über 400 Prüfungszentren in über 60 Ländern. Die Lizenzverträge mit unseren Prüfungszentren, das sind typischerweise unsere Prüfungszentren, sind klassische Institutionen der Erwachsenenbildungen, Universitäten, Schulen, Sprachschulen. Kurz noch zu unserem Verein. Uns steht ein Kuratorium und ein wissenschaftlicher Beirat zur Seite. Da sitzen Vertreterinnen von Ministerien, Universitäten, DAF-DAZ-Instituten etc. Das sind quasi die Stakeholder, mit denen wir regelmäßig kommunizieren. Wir sind auch Vollmitglied bei ALTI, der Association of Language Testers in Europe, die extern unsere Prüfungen zertifiziert und ihnen das sogenannte alte Q-Mark verleiht, was ein wesentlicher Bestandteil ist in unserem Bestreben, die Anerkennung unserer Prüfungen aufrechtzuerhalten. Wir sind auch Preisträger des Europäischen Siegels für innovative Sprachinitiativen und wir sind auch Mitglied bei IELTA, der European Association for Language Testing and Assessment. Es gibt einige internationale Projekte und Kooperationen, bei denen wir maßgeblich mitgearbeitet haben, unter anderem der gemeinsame europäische Referenzrahmen selbst, ja, inklusive des Begleitbandes, sowie dann auch Profile Deutsch mit dem Ergänzungsband mündlich. Nun, noch ein bisschen mehr zu unserem Prüfungssystem selbst und zu den Prüfungen. Wie schon eingangs erwähnt, die Prüfungen sind standardisiert, kriterienorientiert, international anerkannt, zu unserer großen Freude und sie sind kommunikativ. Aber was macht das ÖSD und seine Prüfungen kommunikativ?
Zum einen der Bezug zu realen Verwendungssituationen. Es geht also um den Real-Life-Approach. Die Texte sollen realitätsnah sein, nahezu authentisch. Zentral ist bei uns auch der handlungsorientierte Ansatz. Es geht um das Sprachkönnen, nicht das Sprachwissen. Ganz wichtig bei den Prüfungen ist uns auch die Lernerzentriertheit, das Streben nach Fairness. Und bei allen unseren Aufgabenformaten ist der Schwerpunkt auf der Interaktion. Zu unserem Prüfungssystem selbst. Wir bieten nicht nur Prüfungen für Erwachsene an, sondern auch für Jugendliche auf den Stufen A1 und A2, auch für Kinder. Kinder bedeutet ab 10 bis circa 14 Jahre. Das wären die KIT-Prüfungen A1 und A2. KIT steht für Kompetenz in Deutsch. Von den meisten Prüfungen gibt es dann auch eine eigene Österreich-Variante. Wir haben aber auch fast immer internationale Varianten. Auf B1 bieten wir zwei Prüfungen an. Die eine, das ist das ÖSD-Zertifikat B1. Das ist eine langjährige Kooperation mit dem Goethe-Institut und der Universität Fribourg in der Schweiz. Also das Goethe-Zertifikat B1 und das ÖSD-Zertifikat B1 sind ident. Die werden von uns beiden ident entwickelt und herausgegeben. Auf B1 haben wir dann ausschließlich in einer österreichischen Variante noch das Zertifikat Deutsch-Österreich. Das gibt es auch in einer jugendlichen Variante. Auf B2 bieten wir das Zertifikat B2 an, das es in einer Österreich- und einer Jugendvariante gibt. Das Zertifikat B2 Pflege und medizinische Berufe. Auf C1 das Zertifikat C1, auch in einer Jugendvariante. Und ohne Jugendvarianten gibt es dann noch zwei Prüfungen auf dem Niveau C2, die allgemeinsprachliche Prüfung Zertifikat C2 und Wirtschaftssprache Deutsch. Die Prüfung Zertifikat B2 Pflege und medizinische Berufe gibt es ab diesem Jahr, dazu später noch mehr. Unsere Prüfungen sind typischerweise modular, zwei bzw. vier Module, die unabhängig voneinander zu verschiedenen Zeitpunkten abgelegt werden können. Zwei Module bedeutet, wir haben ein Modul schriftliche Prüfung mit Lesen, Hören und Schreiben und dann gibt es noch die mündliche Prüfung, das Modul Sprechen. Wir haben dann auch zwei Prüfungen, die sogar in vier Modulen angeboten werden. Das heißt, Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen, die vier Fertigkeiten sind jeweils einzelne modulare Prüfungen. Das sind die Prüfungen ZB1 und die allgemeinsprachliche Prüfung ZC2. Unsere Prüfungen sind seit vielen Jahren anerkannt international, zum Beispiel am Arbeitsmarkt, als Sprachkenntnisnachweise an Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen sowie als Sprachkenntnisnachweis in amtlichen Verfahren wie Einbürgerung, Visum etc. und ähnliches. Sie finden auch bei Interesse auf unserer Webseite eine Liste der Universitäten im deutschsprachigen Raum und deren Anforderungen an die Niveaustufen. Ich habe eingangs schon erwähnt, Pluripräsenz ist unser Alleinstellungsmerkmal als deutscher Sprachzertifikatsanbieter. Was bedeutet das? Wir unterstützen die pluripräsenzische Sicht von Sprachen, also die Standardvarietäten Österreich, Deutschland und Schweiz werden als gleichwertig angesehen. Wir sehen das als Vorbereitung auf die sprachliche Realität und, wie es so schön heißt, die sprachlich-kulturelle Vielfalt in den deutschsprachigen Ländern. Das basiert einfach schlichtweg auf der Sicht, dass das Gemeindeutsch, also die Gemeinsamkeiten, die diesen Standardvarietäten der drei Länder gemein ist, dass die überwiegen und daraus, pardon, leitet sich
auch die prinzipielle Gleichberechtigung dieser drei nationalen Standardvarietäten ab. Ja, sprechen dann in Österreich von Austriazismen, in Deutschland von Deutschlandismen und in der Schweiz von Helvetismen, die aber sozusagen nicht überwiegen. Ja, schauen wir uns jetzt im nächsten Punkt der Präsentation die Möglichkeiten zu einer optimalen Prüfungsvorbereitung an. Wir haben hier mehrere Plattformen, die einiges an Möglichkeiten bieten für zukünftige Testteilnehmende. Einerseits haben wir unsere Website und den Shop dazu. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal und wir bieten Formate und Plattformen wie das Testtraining digital oder die Online-Probeprüfung an. Hier sind ein paar Screenshots von unserer Webseite und was man dort alles findet. Zum Beispiel, wenn man in unseren Shop geht, kann man sich dort Unterlagen bestellen, in Papier oder auch online als PDF-Version, inklusive der Hördateien, also Modellsätze und Übungsmaterialien und eben auch diese Online-Probeprüfung. Teilweise auf den unteren Stufen bieten wir auch die Übungsmaterialien mit den Hinweisen, Texten und den Tipps in anderen Sprachen an, ja, zum Beispiel in einer französischen und einer englischen Version. Das wird laufend von uns erweitert, weil halt einfach der Einstieg in diese ganze Testgeschichte natürlich auf den niedrigen Niveaus auch ein bisschen schwierig ist. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal, wo Sie viele, viele Videobeispiele zu unseren mündlichen Prüfungen für alle Niveaus finden. Das hilft auch sehr als Vorbereitung, damit man einfach weiß, wie diese Prüfungssituation dann in Realita auch aussieht. Weiters bieten wir seit einiger Zeit auch das sogenannte Testtraining digital an. Das findet man bei jeder Prüfung mit den Modellsätzen aller ÖSD-Prüfungen ist das ein Online-Tool auch für eine gezielte Prüfungsvorbereitung. Man kann hier vor allem die Subtests lesen und hören ausprobieren. Für den Subtest schreiben gibt es am Ende die Anzeige eines Mustertextes. Das hat natürlich einige Vorteile. Zum einen ist es kostenlos, es ist sehr schnell, Sie müssen nichts ausdrucken, Sie können das online machen auf dieser Plattform. Es ist sehr unkompliziert, das Einzige, was nötig ist, ist eine Registrierung. Es ist auch sehr übersichtlich vom Design her. Und was auch in der Vorbereitung hilft oder als Mittel zu einer guten Vorbereitung, ist, dass man auch immer die Zeit angezeigt bekommt, die einem zur Verfügung steht. Die richtigen Antworten kann man vor, nach und auch während der Eingabe sich anzeigen lassen. Und so schaut es dann aus. Man kommt über die Webseite Testtraining Digital zu einem Registrierungsfenster und dann kann man gleich starten. Hier zum Beispiel mit B2. Da zeige ich Ihnen noch zwei Aufgabentypen. Zum Beispiel hier links. Die Aufgabe 3 von unserem Zertifikat B2, eine Lesen aus dem Subtest Lesen, ja, wo man hier die Wörter ergänzen muss. Die gibt man dann ein. Und rechts davon sehen Sie eine Aufgabe aus dem Subtest Hören. Hier muss man einfach richtig und falsch ankreuzen. Weiters bieten wir, das geht ein Stück weiter, die Online-Probeprüfung. Im Moment sieht das Ganze ein bisschen oder läuft das Ganze ein bisschen ab wie die Paper-Pencil-Prüfungen. Das mündliche Prüfungsgespräch findet dann via Zoom statt. In der Zukunft wird es aber an das Format der E-Tests angepasst werden. Wie funktioniert das? Es ist im Prinzip eine Prüfungsvorbereitung mittels einer kompletten Prüfungssimulation. Die Subtests von Lesen, Hören und Schreiben werden direkt in der Webanwendung runtergeladen, ausgefüllt und dann wieder hochgeladen.
und das Modul Sprechen wird per Videokonferenz abgewickelt. Gibt natürlich in dem Fall kein Zertifikat, aber es gibt ausführliche Rückmeldungen. Die Vorteile, dadurch, dass es ein Online-Angebot ist, ist es somit jederzeit und überall verfügbar. Es ist wesentlich günstiger als eine reale Prüfung. Man lernt das ganze Prüfungsformat und den Ablauf kennen. Man bekommt eine professionelle Bewertung der Prüfungsleistung und ein ausführliches Feedback von unseren Mitarbeiterinnen zur erbrachten Leistung. Und das ist schon ganz schön viel wert, bevor man dann sich für eine richtige Prüfung anmeldet und da natürlich um einiges mehr zahlen muss. Schriftlich sieht das so aus: Nach der Bestellung lädt man sich die Unterlagen runter. Man bekommt Infos zum Ablauf, man lädt die Prüfungsunterlagen wieder hoch. Nach circa einer Woche bekommt man die Rückmeldung. Bei der mündlichen Probeprüfung sucht man sich einen Termin aus auf dieser Webplattform, lädt sich auch die Unterlagen runter zur Vorbereitung. Auch hier bekommt man entsprechende Informationen per Mail. Hier erfolgt aber die Bewertung direkt nach dem Prüfungsgespräch. Und eine die ganze Rückmeldung in detaillierter Ausführung bekommt man dann auch noch schriftlich. Ja, schauen wir uns nun das an, was auch der Titel der Präsentation schon versprochen hat, ÖSD Goes Digital. Das waren ja schon einige digitale Komponenten in diesen Vorbereitungsmöglichkeiten, die wir da hatten. Jetzt direkt auch dann zu unseren Prüfungen. Ich beginne aber hier zunächst mal mit dem digitalen Einstufungstest, der ganz neu ist. Der läuft seit Anfang dieses Jahres. Ist ganz einfach anzuklicken auf unserer Webseite oben bei den Kacheln der einzelnen Prüfungen. Er ermöglicht eine Einstufung der Deutschsprachkenntnisse von A1 bis C2. Der Test bzw. pardon, der dahinterliegende Algorithmus passt sich an das Fähigkeitsniveau der Testprobanden an. Der Vorteil ist natürlich, dass es eine höhere Genauigkeit hat in einer kürzeren Zeit. Wenn ich Zeit sage, meine ich damit zwischen 15 und 35 Minuten kann das dauern, je nachdem, wo Sie starten. Was wird überprüft? Die Kompetenzen Lesen, Hören, Wortschatz, Grammatik und indirekt auch einige Teilkompetenzen des Schreibens. Wenn ich sage, wo startet man, das ist eben etwas, was man auch zu Beginn auswählen kann. Sie können das Niveau, auf dem Sie glauben, dass Sie sind, ja, zu Beginn gleich bekannt geben, dann startet der Test auf diesem Niveau und pendelt sich dann nach einiger Zeit ein. Sonst starten Sie quasi, wenn Sie kein Niveau angeben, zufällig irgendwo und der Test pendelt sich dann weiter ein. Wie schauen die Aufgaben typischerweise aus? Zum Beispiel so. Sie haben hier eine gewisse Zeit für jede Aufgabe, um eine Auswahl zu treffen und dann geht es weiter. Ein wesentlich größeres Projekt waren unsere digitalen Prüfungen, zu denen ich jetzt ein bisschen was sagen möchte. Grundlegend dazu zu sagen ist mal, dass diese digitalen Prüfungen am Prüfungszentrum abgelegt werden und ausschließlich dort fürs erste Mal. Sie funktionieren aber auch nach dem Prinzip Bring Your Own Device. Das heißt, die Teilnehmenden können ihre eigenen Geräte mitbringen. Ja, Laptop, ein Computer, kein Tablet. Die sind einfach zu klein. Und viele Vorteile gibt es natürlich durch die Prüfungen für die Testteilnehmer, modernes Design und benutzerfreundliches Testformat.
Für die Durchführenden gibt es eine eigene App für die Organisation und die Aufsicht und etwas, was wir bis jetzt auch noch nicht geboten haben, ist in diesem digitalen Prüfungssystem ist auch eine Termin- und Raumplanung inkludiert, die natürlich auch hier einiges an Zeitressourcen schont. Nicht zuletzt muss man auch sagen, dass eine digitale Prüfung einiges mehr Sicherheit bietet, allein schon durch die Tatsache, dass wir keine Materialien mehr auf dem Postweg versenden müssen. Und das allein auch schon macht das Ganze nachhaltig und auch umweltfreundlich. Für die Testteilnehmenden ist das Ganze auch sehr freundlich gemacht, sehr angenehm. Die Aufgabenformate bleiben weitgehend gleich. Wir nutzen natürlich einige Vorteile von digitalen Funktionen, wie Sie hier sehen in der Animation. Das Drag and Drop wird genutzt. Aber es gibt auch die Möglichkeit für Teilnehmende, auch etwas, was wir natürlich in der Paper-Pencil-Version nicht realisieren können oder nur mit mehr Aufwand, nämlich, dass man die Schriftgröße individuell einstellen kann. Ja? Was einen kleineren, weiteren Schritt in Richtung Barrierefreiheit bedeutet. Vorteile gibt es natürlich nicht nur für die Teilnehmenden, sondern auch für die Bewerter beim Schreiben. Die Bewertung erfolgt direkt am Bildschirm, gibt einige Farben, Symbole für einen schnelleren Überblick und es ist alles kompakt vorhanden. Ja. Die Bewertung der Subtests Lesen und Hören erfolgt weitgehend automatisiert. Das ist auch ein großer Vorteil und macht das Ganze viel schneller und natürlich um einiges weniger fehleranfällig. Mündlich sieht es so aus, dass wir eine Anwendung gebaut haben, die Zoom integriert hat. Ja. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur wie üblich eine Audioaufzeichnung, die uns vorliegt, auch fürs Archiv, sondern auch eine Videoaufzeichnung. Ja. Das hat viele, viele Vorteile. Ja. Für die Bewerter zum Beispiel ist es möglich, Fehlermarkierungen direkt in der Videospur zu machen. Und nachher beim Bewertungsgespräch können sich dann die Bewerter genau diese Stellen im Video, im aufgezeichneten Video wieder anschauen und damit die Bewertung noch besser durchführen und noch reliabler machen. Ja. In dem ganzen Setup gibt es natürlich auch verschiedene Szenarien, die man sich vorstellen kann, die die ganze Flexibilität unseres Prüfungssystems noch mehr betonen. Es sind Möglichkeiten, zum Beispiel einen Prüfer von Österreich, vom ÖSD oder von anderen Prüfungszentren zuzuschalten, sollte personeller Mangel sein, beziehungsweise macht es natürlich auch für zukünftige Prüfungszentren in der Durchführung das Ganze etwas flexibler, wenn sie vielleicht eben nicht zu viel Personal vor Ort haben, das unseren Anforderungen an ÖSD-Prüfenden genügt. Soweit mal zu den ÖSD-Prüfungen. Ein kleiner Ausblick noch auf dieses Jahr, was uns das noch bringt. Neben den ÖSD-Prüfungen digital, wie schon gesagt, die dieses Jahr stufenweise, schrittweise eingeführt werden. Eingeführt in hinsichtlich auch, dass wir natürlich die Prüfungszentren, die daran interessiert sind, vorbereiten müssen. Es gibt da so kleine Schulungen, die diese Plattformen hier erklären sollen. Daneben gibt es noch einige andere Projekte, die heuer auch realisiert werden, nämlich wie schon eingangs beim Überblick über unsere Prüfungen erwähnt, die B2 Pflege- und medizinische Berufeprüfung. Diese wird um kleine Schwester quasi auf dem Niveau B1 ergänzt. Ja. Das wäre sozusagen mal
Das Ende meiner Präsentation, digitale Ausblicke, ÖSD Goes Digital. Bei Fragen können Sie sich gerne dann auch natürlich später oder bei Interesse an diversen Projekten oder was Ihnen sonst noch auf der Leber liegt, können Sie sich gerne direkt auch an mich wenden oder auch direkt an die Abteilung marketing@osd.at. Ja, ich wäre damit fertig und ich denke, Herr Papp, Ja, vielen herzlichen Dank. Wir sind sehr gut in der Zeit. Und dann dazwischen gibt es schön. noch einige Fragen. Ich versuche sie chronologisch von hinten nach vorne. Eine hat Ja. schon eine Kollegin beantwortet. Da war die Frage, ob diese Rückmeldungen, diese Feedbacks von KI generiert sind. Und da hat die Kollegin Barbara Leeb geschrieben, nein, also die sind nicht KI generiert, die Feedbacks an die Probeprüfungen, also nach der Probeprüfung. Da war Nein, die das Frage ist natürlich von alles personell. Also das schauen wir uns wirklich selbst an, ja. so personell. Und zu der Probeprüfung gab es noch eine Frage. Wird das pro Niveau angeboten und nur einmal? Welches Niveau angeboten? Also wird das pro Niveau nur einmal angeboten? Oder darf man zweimal eine Probeprüfung? Das war eine Frage im Chat. Ich weiß schon, ob wir da sozusagen mehrere Unterlagen haben, dass man das mehrmals ausprobieren kann. Wir haben im Moment eine Prüfung pro Niveau. Ja. Das wird systematisch ergänzt. Ich glaube, jeder, der ein bisschen was von dieser Testerstellung weiß, weiß auch, wie lange es dauert, eine Prüfung zu erstellen. Als kleines Beispiel auf dem Niveau B2, bis wir da einen kompletten Test, einen Prüfungssatz erstellt hat, das kann schon mal zwischen 1,5 und 2,5 Jahre dauern, weil das natürlich auch richtig das Niveau abbilden soll und da muss viel getestet werden, ja. Ja, dann war hier noch eine technische Frage. Kann man zu der Prüfung einen eigenen Laptop mitbringen? Ja, genau. Also so ist das gedacht, dass eben dieses Konzept Bring Your Own Device, also einen eigenen Laptop kann man mitbringen, ja, falls nicht die Prüfungszentren ohnehin schon solche so Art IT oder Sprachlaborräume bieten, wo Geräte vorhanden sind. Aber Prinzip ist das möglich. Der Hintergrund ist der, dass die Prüfung dann prinzipiell in dem sicheren Raum eines sogenannten Safe Exam Browsers läuft, den man vorher installieren muss. Genaue Anleitungen gibt es dann auf unserer Webseite dafür. Man installiert diese Anwendung und diese bietet dann sozusagen einen sicheren Raum für die Durchführung der Prüfung. Ist auch natürlich eine Voraussetzung, dass man das vorher installiert hat. Und diese Anwendung macht nichts anderes als eine Art Käseglocke. Sie stülpt sich über den Computer drüber. Man sitzt als Teilnehmer unter dieser Käseglocke des Safe Exam Browsers und macht dort die Prüfung und kann auf dem Computer für die Dauer der Prüfung sonst nichts machen. Wenn man da einmal aussteigt, ist man ganz aus der Prüfung draußen. Ja, natürlich ein integraler Bestandteil der Sicherheit der Prüfung, ja. Ja, das ist auch sehr wichtig bei Ja. anderen Prüfungen, ja, bei Online sowieso. Absolut. Sie haben auch sehr schön erzählt und gezeigt, wie das bewertet wird und dann, dass man auch Anmerkungen auch notieren kann. Da war eine Frage, ob man nach der Prüfung diese Korrekturen vom Schreibtext auch bekommen kann oder einsehen kann. Im Rahmen der Möglichkeiten, die aktuell auch vorhanden sind. Also eine Einsicht ist bei unseren Prüfungen nur in das Ergebnis möglich, aber nicht in die Prüfungsunterlagen selbst. Also da wird sich nichts ändern, wer das kennt. Also wir können wirklich nur Details zu den Punkten sagen, ja, auf Anfrage. Das ist natürlich auch ein Aufwand unsererseits, der ist da leider auch für die Personen, die dann auch Einsicht nehmen möchten, mit kleinen Kosten verbunden. Aber konkret in die Prüfungsunterlagen, die Fragen, die Aufgabenstellungen, das ist nicht möglich. Ja. Jetzt eine ganz andere Frage. Gibt es derzeit ÖSD-Prüfungen in Spanien? Nein, leider nicht. Bitte gerne. Wir hatten Dann. mal ein Prüfungszentrum in Madrid, aber es scheint einfach die Nachfrage dort sehr gering zu sein. Wir freuen uns über mehr Interesse auch in Spanien. Ja. Ja.
Dann wurde nach ihrer E-Mail-Adresse gefragt. Eine Kollegin hat mir die E-Mail-Adresse eingefügt. Also die Sehr E-Mail-Adresse ist gut. unten da. Gerne. Da war noch zweimal nach der Pflege, ob es auch ein digitales Testtraining für die Pflege gibt und wie ist das mit den Kursen. Also die wurden zum Teil auch beantwortet von den Kolleginnen. Aber vielleicht möchten Wunderbar. Sie noch Ja. dazu etwas Ja, sagen. wird auf jeden Fall auch umgesetzt, sobald dieses, wir sind jetzt in der finalen Phase, dass wir unsere Prüfungszentren sozusagen schulen für die digitalen Prüfungen. Und dann wird auch das digitale Testtraining natürlich auch um jede der neuen Prüfungen, also die, die Sie angesprochen haben, die Pflege- und medizinische Berufe auf den Niveaus B2, das es jetzt schon gibt, und dann später auch B1, wird natürlich ergänzt. Ja. Dann durch die neue Form der Prüfung, also digital, Sie haben erwähnt, es gibt Schulungen, also die werden geplant. Ja. Und kann man sich schon jetzt anmelden für diese Schulungen? Bei Interesse, wenn hier ein Prüfungszentrum Interesse hat, da schon in die erste Tranche sozusagen reinzukommen, bitte gerne uns informieren. Wir planen das sonst, wie sind ja jetzt nicht so groß leider, und das erfordert auch direktes Personal, das schult. Das heißt, wir planen das mal so schrittweise aus Österreich dann rausgehend, diese Schulungen. Aber bitte bei Interesse gerne bei uns melden, wenn jemand sehr, sehr neugierig ist und das gerne bald umsetzen möchte, bitte einfach melden. Ja. Da war noch hier eine Frage. Da steht, Verzeihung, ist es eine Alternative zum Goethe-Zertifikat auf internationalem Niveau? Und Sie haben erwähnt, also einige Prüfungen waren zusammen in Zusammenarbeit drei Institutionen. Genau, ja. Prinzipiell, ich hatte ganz am Anfang gesagt, wir sind Mitglied bei ALTI, bei Association of Language Testers in Europe. Dort ist natürlich auch, sind natürlich auch unsere Kollegen von Goethe Mitglied, und diese Auszeichnung von ALTI, diese quasi diese externe Validierung und Zertifizierung unserer Examen, unserer Prüfungen, das ist maßgeblich der Grund für unsere internationale Anerkennung. Und die tragen auch die Goethe-Institute. Also die Zertifikate der Goethe-Institute haben auch dieses Q-Mark. Ja? Das heißt, unsere Prüfungen, genauso wie die Goethe-Prüfungen, sind vor den offiziellen Stellen, ich rede jetzt von Botschaften zum Beispiel und Universitäten, ja, überall dort, wo es Sprachkenntnisnachweise gibt als Anforderung, die sind auf gleichem Niveau anerkannt. Ja, ist also tatsächlich, wenn man so sagen will, eine Alternative. Oftmals gibt es nicht die Möglichkeiten, ein Goethe-Institut zu besuchen oder umgekehrt, ja, ein ÖSD-Prüfungszentrum zu finden, das Prüfungen anbietet. Das ist, sind beide gleichwertig und gleich anerkannt. Da gab Genauso es wie TELG auch, Entschuldigung. Ja. Da gab es auch eine Frage nach der Vergleichbarkeit auf C1-Niveau, aber das ist immer manchmal individuell, wie die Fragestellungen. Am besten geht man auf die Webseite und man vergleicht die Ja. Prüfungen von den verschiedenen Anbietern und da Ja. hat man das. Eine letzte noch, dann sind wir noch in der Zeit. Gibt es Bewerterschulungen? Bewerterschulungen. Ja, absolut. Also auf unserer Webseite findet man auch viele Informationen zu dieser prüfenden Ausbildung. Ja, da gibt es einige Anforderungen, die man natürlich mitbringen muss. Ja. Und dann kann man sich zum ÖSD-Prüfenden ausbilden lassen und quasi an jedem Prüfungszentrum weltweit auch prüfen. Vorausgesetzt, es gibt eine Zusammenarbeit mit der Institution. Ja. Ja, so vielen, vielen Dank für die interessante Präsentation. Wir sind sehr wunderbar in der Zeit. Also jetzt eine Minute überzogen, aber das passt sehr gut. Dann gebe ich zurück an die Kolleginnen und dann geht es bestimmt in die Pause. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich stoppe mal die Bitte gerne. Zeichnung. Eine schöne Konferenz noch. Vielen Dank.